Klick auf, ihr lieben Leute. Hier ist euer Hammer. Wie ihr seht, ist es immer ein bisschen gespenstisch bei mir. Ein bisschen unheimlich, ein bisschen mystisch. Es kommt aber daher, weil mir der Mike von der Facebook-Seite Sagen und Mythen aus dem Erzgebirge geschrieben hat, ob ich nicht mal so eine schöne Sage aussprechen könnte. Habe ich gesagt, Mike, natürlich mache ich das. Geht los. Ich probiere das mal aus. Mal sehen, wie es bei den Leuten ankommt. Und bevor wir jetzt anfangen, tue ich erst einmal einen Schluck Bier trinken, dass die Stimme schön durchhält. So, das Fegeweib vom Katzenstein. In der letzten Zeit des Mittelalters lebte ein wilder Raubritter auf einer Burg, die auf dem Katzenstein, der am Schwarzwasser unweit Burberschau zwischen Zöblitz und Marienberg gelegen ist, und machte die ganze Umgebung durch seine Untaten unsicher. Da beschlossen denn die in der nächsten Umgebung ansässigen Ritter, diesem Treiben ein Ende zu machen. Sie rückten also vor die Burg, umschlossen sie aufs Engste und fingen an, sie aus Karthausen und Fälschlern zu beschießen. Allein die Kugeln fielen so, wie sie die Mauer trafen, kraftlos und unschädlich nieder, denn auf der Mauer stand die alte Amme des Ritters, welche mit dem Teufel im Bunde war. Sie hatte einen Besen in der Hand und fegte mit demselben die fliegenden Kugeln aus der Luft weg. Sie selbst traf natürlich keine derselben, ebenso wenig wie irgendjemand anderem aus dem Schloss. Schon wollten die Belagerer schier verzweifeln, da trat der Burgkaplan eines Ritters auf und sprach, er wolle die Kugeln segnen, denn er wisse einen Spruch, dem nichts widerstehen könne. Die erste Kugel, die man abschoss, schmetterte die Hexe zu Boden. Die zweite machte ein großes Loch in die Mauer und nicht lange dauerte es, so war die feste Burg zerschossen, dass die ganze Mannschaft auf Gnade und Ungnade sich ergeben musste. Der böse Ritter ward hingerichtet und seine Burg dem Erdboden gleichgemacht. So, ihr lieben Leute, haha, ganz schön interessant. Und noch heute soll man um Mitternacht bei Mondenschein die gespenstische Amme die Trümmerhaufen fegen sehen. Na da, da war ich demnächst mal vorbeifahren um Mitternacht und war mal sah, ob wir die Amme dort sehen. Das will ich mir schon mal auch tun, ne? So, ihr lieben Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst mal einen schönen Daumen, ein Like da oder tut mal kommentieren. Vielleicht mache ich ja demnächst mal noch eine Sage, wenn es euch gefallen hat. Also bis dahin, bleibt schön gesund, euer Hauerlevertu und bis bald.